Hey Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes für euch vor. Ich habe eine Verabredung und zwar mit Michael Muddy Alt, dem Frontmann von den Bibi and the Blues Shacks, ein Wahnsinns-Blues-Harp-Spieler. Dazu ist auch noch dabei Till Seidel. Die beiden treffe ich gleich und wir machen mal ein kleines Interview zusammen, machen wahrscheinlich auch ein bisschen Musik zusammen. Alles das gibt's gleich nach dem Intro, Leute. Mein Name ist René Wermke. Und ich bin Bluesharp verrückt. Seit 2010 spiele ich jetzt live auf der Bühne. Und seit 2015 gebe ich Bluesharp-Unterricht. Mit im Schnitt ungefähr 200 Teilnehmern pro Jahr. Viel zu lange habe ich jetzt immer nur drüber nachgedacht, endlich meinen eigenen Bluesharp-Vlog anzufangen. Doch damit ist es jetzt endlich vorbei. Jetzt geht's los. So, hey Freunde, ich habe euch vorhin schon gesagt, heute bin ich zu Gast hier bei den Bibi and the Blues Shacks zusammen bei Michael Muddy Alt, einem Wahnsinns-Harpspieler und einem Wahnsinns-Frontmann und Sänger. Und ja, wir kennen uns eigentlich schon so ein bisschen vom Sehen, wir sind uns schon öfter mal bei Sessions über den Weg gelaufen, aber so richtig unterhalten haben wir uns eigentlich noch nie, haben wir vorhin gerade gesagt, oder? Ja, da haben wir irgendwie aneinander vorbei existiert, aber jetzt ist es soweit. Hi René, hi Freunde. Ja, so sieht das aus bei den Blues Shacks hier in den heiligen Hallen, könnte man sagen. Als ich angefangen habe, 2008 ungefähr, habe ich vorhin auch schon gesagt, da wart ihr schon, seid ihr schon um die Welt getourt tatsächlich oder wo, wie war das bei euch zu der Zeit? 2008, ja, eigentlich im Prinzip waren wir da schon fröhlich so in der Weltgeschichte unterwegs, muss man sagen, ja. Wir haben ja angefangen 1989, haben wir so ein bisschen Vorlauf gehabt. 89, okay. Ja. Und du und dein Bruder, ihr habt die Band gegründet, oder? Ja, zusammen mit Andreas Bock damals noch und Martin Schlockwerder, wir waren zu viert. Ja. Wahnsinn, ja. Und ihr habt ja nicht nur in Deutschland gespielt, sondern auch, ihr seid dann tatsächlich in den USA unterwegs gewesen und Europa. Also wirklich so, wie man sich das als Musiker eigentlich vorstellt, das volle Programm irgendwie. Ja, im Prinzip schon. Das hat aber auch alles natürlich eine Vorgeschichte. Also das erste Mal in den USA waren wir ja nicht gleich irgendwie eingeladen und so, sondern wir haben da eigentlich Urlaub gemacht. Also wir hatten uns so ein bisschen von der Band so die Gage nicht immer voll ausgezahlt, sondern haben wir es irgendwie auf ein Bandkonto gepackt und wir wollten dann irgendwann, bevor wir die erste CD aufgenommen haben, was Anfang der Mitte der 90er Jahre war und haben uns gedacht, Mensch, wir müssen einfach mal gucken, wie das da drüben so abgeht. So, was machen die anders? Warum klingen amerikanische Bands anders als die Aufnahmen, die man hier so aus Deutschland kennt? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einen Betriebsausflug und jeder in der Band irgendwie kriegt die Flugkosten und Hotelkosten und so bezahlt und so die persönlichen Sachen, die muss man dann selber zahlen. Dann sind wir halt damals mit 5 Leuten fast die komplette Band halt rüber geflogen nach Chicago und waren eine Woche in Chicago und sind dann von dort aus mit dem Auto bis nach New Orleans runtergefahren und haben dann halt überall so Stopp gemacht, wo es halt irgendwie interessant war, in St. Louis, in Memphis, in Texas und dann zum Schluss in New Orleans halt. Und das war einfach eine reine Musikreise. War da Buddy Guy in Chicago? Ja, da waren wir natürlich auch. Ja. Ich habe da Buddy Guy tatsächlich mal getroffen. Ja, wir auch mal. Unglaublich, ja. Aber ich glaube, der war total, also ich habe dann auch ein Foto mit ihm gemacht. Aber er sagt, das hat uns gekostet. Also er saß ungefähr so wie du da jetzt am Tresen irgendwie so und hat dann so seine großen Security-Leute haben dann so nach und nach die Leute durchgelassen. Und es war eigentlich, als wenn man vor so einem Pappschild steht irgendwie so. Ja. Der Gesichtsausdruck war immer der gleiche. Aber ich habe ein Foto, oh mein Gott. Naja, und das ist dann so gekommen, dass wir da auf dieser Reise uns halt in Chicago eben auch Dave Spector angeguckt haben. Und da war ansonsten in dem Laden nicht viel los. Da waren eigentlich im Wesentlichen wir als Musikinteressierte und ansonsten haben die alle da Baseball geguckt, irgendwie auf den Fernsehern, auf den 30 Fernsehern, die in dem Laden verteilt waren, oder haben beim Schildkrötenrennen zugeguckt, was da noch nebenbei stattfand. Und wir waren die Einzigen, die sich für die Band interessiert haben. Und so sind wir dann nach dem Gig dann mit ihm ins Gespräch gekommen und mit der Band. Da war damals noch Ted Robinson, der Sänger. Und ja, so ist dann auch eine Freundschaft entstanden. Und etliche Jahre später hat uns dann Dave, als wir in Chicago waren, tatsächlich auch mal einen Auftritt im Buddy Guys Legend organisiert als Vorgruppe zu James Cotton. Oh, und das war natürlich geil, ne, für ein kleines Toastbrot aus Lammspringe. Ja. Buddy Alt spielt Harp als Vorband von
James Cutten? Mhm. Wow. Ja. Ja. Hat mir auch selber fast in die Hose gemacht. Also, jetzt seht ihr mal ungefähr, ja, also, das ist quasi das echte Leben da draußen. Wenn du das vergleichst irgendwie, die Blues in den USA und Blues vielleicht sogar in Deutschland, was mir immer aufgefallen ist, ist, wenn du hier in Deutschland spielst, brauchst du erstmal mindestens 2-3 Songs und vielleicht sogar 2-3 Bier, das Publikum, bis so richtig die Stimmung da ist. In den USA ist das eigentlich überhaupt nicht da. Da kommt, bevor der erste Ton gespielt wird, der braucht nur Hallo sagen und die Leute rasten schon das erste Mal aus. Siehst du das ähnlich? Ich sehe das ähnlich, aber ich glaube, das liegt halt in der Tradition der Musik da halt, weil den Leuten das da viel geläufiger ist, als es den Leuten hier ist. Da gehört das ja sozusagen zum musikalischen Grundwissen. Blues ist deren Musik halt eben auch viel mehr und die tanzen ja da auch zu. Also so richtig, die schwufen ja richtig dazu. Ja, sofort, auch vom ersten Lied an, oder? Sofort. Also, komischerweise macht man das in Europa, nur in Skandinavien. Echt? Da tanzen die Leute vor der Bühne. Gerne in Norwegen wird auch viel getanzt und ja. Hast du mal im Stampen? Ja, klar. Siehst du, da habe ich auch mal gespielt. Ja. Das ist auch ein geiler Laden, oder? Ja, ja, der ist super, super Club. Auch, muss man ja leider auch neidlos anerkennen, die skandinavische Szene ist auch mit Musikern sehr, sehr gut besetzt. Ja, also, ja. Mein lieber Charlie. Ja, naja, und in Staaten, ja, das denke ich, ist der Grund. Also, die fangen sofort an zu feiern irgendwie und schon, also wenn wer da ist, wir waren ja auch bei etlichen Auftritten, wo kaum Leute da waren irgendwie, das ist natürlich auch dann traurig auf der anderen Seite, wenn du das wieder siehst, wenn dann dein Idol hinterher mit so einem Trinkgeldeimer an dir vorbeiläuft und du dann erwartest, dass du da einen Dollar reinschmeißt irgendwie, da wird es einem auch irgendwie ein bisschen komisch, ja. Also ich bin schon ganz froh, dass wir hier sind. Und James Cutten muss ich ja nachfragen, hast du den dann tatsächlich, hast du ein Autogramm von ihm oder irgendwie mit ihm gesprochen oder irgendwas, oder war das damals noch nicht so? Nee, ich bin ja auch dann in der Gelegenheit eher ein bisschen schüchtern. Ja, okay. Wir haben uns zwar den Backstage-Raum, der ist dann oben drüber gewesen, das war ja noch das alte Buddy Guys, das haben wir uns mit ihm dann geteilt. Ja, aber ich habe mich nicht getraut, da habe ich ehrlich gesagt. Also, ja, einer der Blues-Harp-Spieler, oder? Ja. Also traditionell, der hat schon vieles gemacht, oder? Absolut. Ja, ich habe vorhin schon mal kurz gefragt, irgendwie natürlich jetzt vielleicht auch nochmal für euch interessant. Heute, wenn man lernen möchte, geht man vielleicht auf YouTube, man bucht sich einen Workshop, es gibt Volkshochschulangebote und so weiter. Wie war das damals bei dir? Also wie hast du angefangen, Blues-Harp zu spielen? Also das war schon eine völlig andere Situation, vor allem... Ja, diese ganzen Möglichkeiten gab es damals nicht und ich bin tatsächlich losgegangen und habe mir, wir haben ja schon drüber gesprochen, du wohnst ja in Hannover, ja, damals noch bei Schmoll und Seefeld in der Musikabteilung ein Buch gekauft, das Harp Handbook von Steve Baker mit Kassette. Und dann habe ich halt immer die Kassette reingeschmissen und habe mir die Notationen da rausgeholt und das rauf und runter gespielt. Und anders ging es nicht. Und ansonsten von Platte... ja, wir haben uns immer Vinyls damals noch gekauft von Crossguard Records, da haben wir immer unsere Platten bestellt und ja, dann hat man immer den Tonarm halt wieder zurückgesetzt und dann irgendwie das ewig aufgenommen, so musste man sich damals behelfen. Heute ist natürlich alles völlig easy, aber ja, so war es damals. Ne? Und wer war da, waren da sonst Blues-Harp-Spieler unterwegs irgendwie, von denen du dir was abgeschaut hast oder... Ja, schon. Also gerade hier in Hildesheim ist natürlich das dritte Ohr, Udo Wolf, damals mein absoluter Hero gewesen. Irgendwie, das fand ich schon geil, fand die Band super und da, so wollte man das eigentlich dann auch machen. Ja. Aber allzu viel gab es auch nicht. Also Mojo Kilian aus Frankfurt war ja auch schon immer irgendwie schon immer auf der Szene. Ja, aber dann wurde das auch ganz schnell ganz dünn. Okay. Es brauchte einfach Nachschub. Ja. Warum glaubst du eigentlich, ist das so eine seltsame Szene verglichen mit Gitarrenspielern oder vielleicht ja, mit allen anderen Instrumenten? Ist ja die Blues Harp schon irgendwie so ein bisschen der Underdog oder wie würdest du es sehen? Warum ist das so rar eigentlich, das Instrument? Ich glaube, dass hingegen der landläufigen Meinung, dass eben doch nicht so leicht zu spielen ist. Weil wenn du wirklich Blues spielen willst, bist du ja gezwungen, so ein paar grundsätzliche Techniken dir drauf zu schaffen. Und wir haben ja vorhin auch kurz drüber gesprochen, also im Wesentlichen erstmal Einzelton spielen und dann das Bending musst du beherrschen, weil du ja sonst auf die Blue Notes nicht kommst. Und da musst du schon ein bisschen ins Eingemachte gehen. Und
oft scheiden sich da so die Geister. Und wenn man dann da nicht das nötige Durchhaltevermögen an den Tag legt, wird man das ja nie spielen können, was man eigentlich so gerne hört. Und wenn man dann da nicht weiterkommt, dann, ja, dann hört man halt auch schnell wieder auf mit dem Instrument. Ne? Weil das so die zwei großen Hürden sind, denke ich. Und das hält dann eben viele davon ab, weil sie da nicht weiterkommen irgendwie. Das kann ja auch keiner wirklich richtig erklären. Jeder macht ja irgendwie, ist zumindest meine Erfahrung, so seine eigene Bending-Technik letzten Endes irgendwie. Ist ja, du kannst ja nicht eine Taste drücken und dann erklingt der Ton, sondern du musst es irgendwie selber mit dem Mund machen. Und der eine schiebt den Gaumen nach unten, der andere nach oben, der eine nimmt die Zunge, der andere ohne. Der nächste macht sonst irgendwas mit dem Kehlkopf und es ist ein bisschen schwierig. Also da gibt es halt nicht das Geheimrezept, was für jeden passt und da muss man halt selber irgendwie dann ein bisschen ran und sich austoben und das, glaube ich, ist das Schwierige daran. Ja, echt super, ja. Jeder hat quasi auch seinen eigenen physikalischen Resonanzraum dahin und er kann es ja gar nicht so machen. Ich kann es nicht so machen wie du, weil es bei mir vielleicht anders aussieht, ein Stück weit. Er hat irgendwo eine Zahnlücke. Ja. Ja, und man denkt, er spielt die ganze Zeit Tankblocke. Ja. Ja. Habgier, ist das für dich ein großes Thema irgendwie? Wenn ich da jetzt mal rüber schwenken würde, dann. Ich schwenke mal jetzt nicht, lass uns mal nur drüber sprechen. Also. Ja, jetzt hast du mich, ne? Ja, ich hab da, wie gesagt, leider keine große Schranke in mir. Also so ich stehe schon auf diese Mundharmonika-Mikrofone und so 50er Jahre. Mikrofone, da fahre ich schon so drauf ab, finde ich schon. Und wenn man das mag, hat man auch nicht nur eins, oder? Ja, so im Laufe der Jahre sammelt sich dann so ein bisschen Zeug halt an und die klingen ja auch alle anders, das kommt ja noch auch noch hinzu. Also früher war das ja noch schwieriger, irgendwie da dran zu kommen. Da bist du ins Musikgeschäft gegangen, damals gab es auch den Hohner Blues Blaster noch nicht mal, sondern man war wirklich darauf angewiesen, so altes 50er Jahre Zeug irgendwie dran zu kommen und das gab es im normalen Musikgeschäft nicht. Wenn du da gesagt hast, du willst ein Mikrofon für Mundharmonika haben, dann haben sie dir ein SM58 gegeben und dich wieder nach Hause geschickt, weil da auch keiner was wusste drüber. Ja. So, also da war eine große Unwissenheit, ist vielleicht heute sogar auch noch. Und es gibt auch viel mehr, ja, heutzutage. Also es gibt viele Leute, die sich dann selbst was ausdenken und das dann als das große Blues-Mikrofon darstellen, weil sie nur einen Knopf dran gemacht haben oder es ein bisschen kleiner gemacht haben. Oder ist dann durch Zufall mal so ein komischer Katalog, also wirklich nur so wie so eine Zeitung war das aufgemacht, in die Hände gefallen, das hieß Kevin's Harps. Irgendwie, das war irgendwie aus Amerika. Und da hast du wirklich mit einer Bestellnummer so ein Zettelchen dann da ausgefüllt, so einen kleinen Schmierzettel. Und dann habe ich darüber mal ein Mikrofon gekauft. Irgendwie, das dauerte dann irgendwie 3 Monate und du musstest einen Money-Order-Scheck darüber schicken. Also und wie einfach und easy ist das da heute gegeben. PayPal. Zack. Und Foot Pedals und sowas, benutzt du sowas irgendwie für ein bisschen Reverb oder Delay oder sowas? Hab ich lange Zeit nicht, da habe ich halt einfach nur trocken gespielt. Mittlerweile finde ich so ein Delay ganz angenehm. Also um den Sound so ein bisschen breiter, ein bisschen fetter zu machen, habe ich mich einfach ein bisschen angewöhnt. Ich benutze in der Regel ein Delay. Ja. Aber sonst nichts, keine Octave oder sowas, was so ein modernes quasi Spiel. Weißt du, dass ich auch nicht so der ganz moderne Freddy da bin auf dem Sektor. Für mich gibt es da eigentlich, muss ich sagen, spielerisch zumindest nicht so den großen Unterschied. Das ist eigentlich eher so, was man gerne mag irgendwie, weil ich bin sicher, dass du alles, was man da jetzt heute als moderne Spielweise bezeichnet, genauso gut spielen könntest. Es ist halt so eher, was möchte man und was mag man, oder? Genau, also was ich halt nicht mache, ich mache keine Overblows. Also ich meine, das ist auch kein Geheimnis, das weiß auch jeder, der mich hört irgendwie. Ich bin sicher, du könntest. Das ist ja, oder du kannst, du weißt auch, dass das. Ich habe es mal versucht, ich bin da nicht sehr gut. Aber das ist halt einfach nicht meins, irgendwie, weil ich es nicht so gerne mache. Aber ich denke, das ist auch okay und das kann ja jeder so handhaben, wie er lustig ist. Wichtig ist, was hinten mal rauskommt und ob es den Leuten gefällt. Das ist das Einzige, was irgendwie zählt. Mein Ding ist das jetzt nicht so. Ich denke halt immer so, also so für mich ganz persönlich ist es eben so, bevor ich mich da jetzt so lange dran setze und versuche, einen Overblower zu kreieren, wie ich hinterher nicht wirklich richtig weiß, wie ich den einsetzen soll und der dann vielleicht irgendwie so ein bisschen schrecklich bei mir dann eben klingt, höre ich mir lieber 3 Stunden eine Sonny Boy Williams Nummer an und versuche, die bis ins Detail irgendwie auszuloten. So, das ist dann so mehr mein Ansatz. Aber ich finde das alles geil, kann ja jeder machen. Irgendwie ist doch genau das, also jeder so, wie er es mag. Ja. Es gibt auch ganz, ganz fantastische Spieler und irgendwie findet man einfach nicht so den Bezug zu der Musik dann irgendwie so. Man weiß aber, die spielen einfach klasse irgendwie, oder? Also man kann das, ich kann das zumindest unterscheiden, dass ich kann das respektieren, die Spielfähigkeit und die Musik muss ich gar nicht unbedingt mögen an der Stelle. Also ja klar, das ist so. Das muss aber auch jeder selber wissen. Also für mich steht halt auch immer so,
der Song eigentlich im Vordergrund. Also ich bin halt auch in erster Linie Blues-Liebhaber. Das ist das, was mich antreibt. Und da muss es auch gar nicht irgendwie hart sein. Wenn Blues geil gespielt ist, ist das für mich so mit das Größte. Also ich habe zum Beispiel mal in Chicago damals auch mal Otis Rush gesehen. Und gut, der war da schon relativ alt, aber es ist für mich so einer der geilsten Blues-Leute überhaupt. Ein geiler Gitarrist und... Das blitze dann ab und zu mal auf, so das ist für mich das, worum es beim Musikmachen geht. Dass da einer irgendwie in der Lage ist, so die Emotion aufs Instrument irgendwie zu übertragen. Das ist so für mich das Entscheidende. Würdest du sagen, bist du in erster Linie Sänger oder Bluesharp-Spieler? Ja, zum Sänger haben sie mich ja damals verpflichtet. Ich wollte das ja eigentlich auch nie. Und dann haben sie aber gesagt, es waren so ein paar Stücke, wo keine Harp drin vorkam. Und du stehst die ganze Zeit da so blöd auf der Bühne in der Ecke rum, das sieht nicht gut aus. Mach mal was, ja. Und dann haben sie mir so ganz unauffällig zum Geburtstag mal eine Stunde Gesangsunterricht in Hannover geschenkt. Und dann bin ich da eine Zeit lang bei geblieben. Und dann musste ich es halt irgendwann machen, weil mein Bruder ja ein noch schlechterer Sänger ist. Und dann wurde ich da mehr oder weniger so hingedrängt in die Ecke. Es ist sowohl als auch. Und mittlerweile habe ich ja auch gar keine Wahl. Ich muss irgendwie beides bedienen. Ne? Glaubst du, dass Singen im Blues vielleicht gerade hilfreich ist, auch zum Harpspielen? Nee, ehrlich gesagt nicht. Nee, okay. Nee. Also das Einzige, was ich denke, was rein technisch dabei so dasselbe ist, ist halt, dass du die Stütze bildest. Also weil der Impuls, zumindest glaube ich, dass beim Harpspielen ja vom Zwerchfell kommt und das sollte es beim Singen eigentlich auch. Also dass du eine Stütze aufbaust. Und wenn du so ein Vibrato singst und den singst du ja auch irgendwie und das zum Beispiel mit dem Mundharmonika-Vibrato vergleichst, das sind... Unterschiedlich. Ja, ja. Okay. Weil du ja da auch meistens beim Vibrato einatmest. Also ja, das auf jeden Fall. Die wenigsten Vibratos machst du ja beim Ausatmen und beim Singen atmest du aus. Ja. Interessant, ja, auf jeden Fall. Und Pedals benutzt du nicht, sagst du, genau. Deine Mundharmonika der Wahl? Classic Hohner Marine Band. Ja. Habe ich euch vorgestellt, auch im Video, der quasi die Ur-Harp, ja? Ja. Ohne Classic Marine Band. Ich habe mir jetzt nochmal so eine alte, die ist jetzt nochmal so mit diesem in dem alten Outfit irgendwie nochmal rausgekommen. Kriege ich demnächst, hoffe ich, und warte ich nochmal drauf. Aber ist ja, glaube ich, dasselbe wie eine normale Marine Band auch. Die sind halt genagelt, da kannst du auch nicht mehr viel dran machen. Und ich bin auch nicht der super Customizer. Ich kann das auch nicht so sonderlich gut. Ich habe das mal eine Zeit lang probiert. Ich habe auch mal einen Kurs mitgemacht und so. Okay. Aber ich habe auch ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Erstmal habe ich nicht diese Fingerfertigkeit, die habe ich die Ruhe nicht. Dann so viele sind in den Papierkorb gegangen. Ja, in der Harp zu stimmen und dann mit diesen kleinen Schräubchen, da fehlt mir die Ruhe. Und ich spiele die am liebsten direkt aus der Box und erwarte, dass die reibungslos funktionieren. Ja, sehr gut. Der beste Auftritt, den du je gemacht hast? Oh Gott. Also... Oder der einem vielleicht so am eindringlichsten irgendwie im Kopf geblieben ist? Im Prinzip sind das zwei. Also das eine war in Australien mal, da sind wir mal eingeladen worden zum Byron Bay Blues Festival. Das ist in der Nähe von Brisbane. Und da haben wir angefangen und uns kennt ja in Australien wirklich kein Schwein. Mhm. Und wir haben dann halt, das war alles in so großen Zelten, also so ein Zelt fasste so ungefähr 20.000 Leute oder so. Und da waren so 5 Zelte aufgebaut, so ungefähr waren da so 70.000 Leute. Das ist immer ausverkauft gewesen. Auf dem Festival haben noch gespielt CC Top, BB King, Grace Jones, Bob Dylan. So, die rannten dann auch alle Backstage rum. War schon irgendwie geil. Ne? Und wir waren also, glaube ich, dann halt, also so weit unten kannst du gar nicht angesiedelt sein. Wir kamen aus Deutschland, haben Blues gemacht und waren jetzt in Australien. Uns kannte keiner. Also eine Katastrophe eigentlich. Und wir haben angefangen und der Einzige, der bei uns sich vor die Bühne verirrt hatte, war eine Bekannte von uns aus Bielefeld. Oha. Und die stand auch noch bei uns auf der Gästeliste, weil ihre Tochter in der Nähe besucht hat. Das war Marianne. Das war die Einzige, die vor der Bühne stand. Und so fing das dann halt an. Und dann haben wir halt gespielt und komisch, aber dieses Zelt füllte sich und die Leute wurden immer verrückter. Also das war irgendwie relativ schwer zu erklären und irgendwann standen wir dann auf der Bühne und gedacht, Alter, das läuft hier irgendwie, das funktioniert. Das war merkwürdig, wir wussten nicht genau so richtig warum,
Und das hat aber geklappt. Und dieses Zelt hat Kopf gestanden. Und das gibt es übrigens auch auf YouTube. Da sind da so Videos von Australien drauf. Da sieht man das. Also das war irre. Und das andere, was irre war, war auf dem Doheny Blues Festival unser erster Auftritt. Das ist Doheny Blues Festival, das liegt zwischen L.A. und San Diego, so ungefähr auf der Hälfte, ja. Direkt am Meer. Highway 1 runter. Ja, dann noch Richtung San Diego und du stehst auf der Bühne irgendwie, siehst da so ein paar tausend Leute vor dir, dann kommen Palmen und dahinter der Pazifik. Und dann guckst du auf so eine tobende Masse, die auch komplett ausgerastet sind. Weil die kannten uns halt nicht, aber wie wir das ja vorhin schon festgestellt haben, der Amerikaner ist da relativ unbefangen und jubelt sofort los und hat Spaß dran, wenn die Band gut ist. Und so war das da halt auch, das war irre. Also das war schon geil. Und es ist für einen persönlich dann natürlich, wenn du im Land des Blues sozusagen so eine Art Ritterschlag erhältst. Ne? Das war schon so für einen persönlich so ganz geil. Warst du auch irgendwie mal so im Ursprung des Blues unterwegs, irgendwie so, wenn du so oft in Amerika warst, so weiß ich nicht, in... In Delta? Ja, genau, also... Ja, nee, das habe ich noch nicht geschafft und ich weiß nicht, ob ich meine Frau davon überzeugen kann, mit mir durch Mississippi-Delta zu fahren. Ich weiß nicht, ob die das so interessant finden. Vielleicht ja aber auch schon, sie hört das ja immerhin alles ganz gerne. Ich glaube, man hat auch so ein bisschen vielleicht eine falsche Vorstellung davon, weil das ist ja wirklich, wenn man so in diese Juke-Joints, das hat ja nichts mit Glamour oder sonst mit großen Bühnen zu tun, sondern eher das Gegenteil. Ja. Und ich schätze auch, du brauchst jemanden, der sich da gut auskennt. Also einer, der dich dann auch in die richtigen Orte, zu den richtigen Orten führt. So, wenn du da alleine irgendwie, kann ich mir auch vorstellen, dass das schief geht. Weiß ich nicht. Also wir waren ja mal in Memphis so, aber war okay, aber das war irgendwie ein normaler Sommerabend irgendwie und du hast dann halt diese Läden oder so BB Kings oder so, da ist dann halt irgendein Geschäftsführer, ja, genau. Der ganz oft da halt auch irgendwelche komischen Bands dann da bucht und man muss jetzt nicht denken, dass nur weil es das BB Kings ist, irgendwie du da immer eine erstklassige Bluesband hörst, da hörst du auch jedes andere Zeug oder so ähnlich war es auch im House of Blues immer irgendwie, da haben ja zum Schluss die Bluesbands nur noch im Keller gespielt und oben die ganzen anderen Acts. Es ist auch schon da drüben noch eine Herausforderung, so dann echtes Blueszeug zu finden. So. Ja, Leute, also, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, falls ihr die Blues-Checks aus Hildesheim hier noch nicht wirklich auf YouTube oder wo auch immer mal rausgesucht habt, dann empfehle ich euch das auf jeden Fall mal zu tun. Und habt ihr eine CD irgendwie? Irgendeine? Nö, da wir jetzt ja alle so viel Langeweile haben, proben wir fleißig und bereiten eine neue CD vor und hoffen, dass, wenn es wieder losgeht, wir dann mit einer neuen CD irgendwie durchstarten können. Das ist zumindest erstmal der Plan. Aber momentan wissen wir noch nicht mal, ob wir ins Studio gehen dürfen mit 5 Leuten. Irgendwie auch schon wieder schwierig. Wir warten es ab, aber wir arbeiten zumindest dran. Also schaut euch auf jeden Fall mal die BB and the Blues Checks an. Und schaut euch an, wie man so ein Publikum richtig begeistern kann, denn dafür steht dieser Kollege hier auf jeden Fall. Ja. In diesem Sinne, wir spielen jetzt noch ein bisschen Musik für euch und dann... Bis später. Vielen Dank. Wir nehmen uns gut. Ciao. Ciao. Thank you.
So, Freunde, ich bin zurück und ich wollte noch gerade mal schnell zwei, drei abschließende Sätze sagen. Zuerst mal, hat das super viel Spaß gemacht. Also Michael und Till sind echt super nette Typen und dazu muss ich auch noch sagen, es gibt nicht wirklich viele Blues-Harp-Spieler, die mich persönlich auch innerhalb von kürzester Zeit wirklich schwer beeindrucken können. Ich bin quasi schwer zu beeindrucken an der Stelle, aber Michael ist da wirklich einer dieser Spieler, der braucht nicht viele Töne, der hat so viel Power in seinem Spiel und so viel Erfahrung auch in seinem Spiel. Das beeindruckt einen einfach sofort in kürzester Zeit. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, schaut auch nochmal bei den Bibi and the Blues Shacks vorbei. Schaut euch auch nochmal die Till Seidel Band an. Und in diesem Sinne, viel Spaß weiterhin beim Blues Hub spielen. Ciao, tschüss.